Jo, da wäre er wieder. Und ich habe viele, 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 viele Ideen. Also, zum einen, die Akkus kommen ruhig hier hin. Wenn Akkus kaputt gehen, gehen Akkus kaputt, das ist nicht so schlimm. Andere Sachen, also, hallo? Andere Sachen, also größere Konstruktionen, kommen nicht in den äußeren Ring. Halt. Also der äußere Ring ist halt alles, was außerhalb der inneren Mauern ist. Ne? Macht ja Sinn. Also alles hier zwischen, alles dazwischen und so weiter. Das heißt, hierhin kommen Fabriken, dahin kommen überall Akkus. Das heißt, ich brauche noch mehr davon. So. Dann habe ich einmal eine interessante Zeichnung bekommen oder Screenshot bekommen, wie ich den Zopf noch umbauen könnte. Denn ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich kann da dann nirgendwo durchlaufen. Das heißt, wenn der Zopf nachher bis hier oben durchgeht, dann komme ich da komplett nirgendwo durch. Also ich kann nirgendwo durchlaufen. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es noch eine schöne Anordnung, die man besser machen könnte. Problem ist nur, ich habe jetzt schon die vollen Tanks. Ja. Das heißt, ich werde das Ganze ein bisschen ummodeln müssen. Also ich werde es nicht so machen, wie es von ein paar Leuten vorgeschlagen wurde. Und zwar ist das, man nimmt eine Kiste mit langes Ärmchen. Aber eins, das nicht von zwei Feldern wegholt, sondern von einem Feld wegholt. Dann kommt das eine Rohr. Dann kommt der Händler. Dann kommt das andere Rohr. Und hier wäre eine Kiste. Und wenn das halt kein Long-Handed Inserter wäre, sondern ein Close Long-Handed Inserter, dann würde er aus der Kiste das rausholen und da reintun. Und davon könnte man halt mehrere dann so hintereinander und nebeneinander machen. Und es wäre wesentlich platzsparender als das da. So. Ach, wisst ihr was, Roboter? Das könnt ihr machen. Ich habe keine Zeit für so eine Belanglosigkeiten. Das Ganze jetzt allerdings um... Das ging sogar noch. Ja, natürlich geht das noch. Ja, okay, warte. Ich habe denn nur hier kein Ärmchen. Das heißt, wenn ich... Nee. Da hatten wir 5, ne? Ja. Okay, es geht doch nicht, weil brauche ich nicht nur das Ärmchen, brauche ich noch die Kiste dahinter. Das ist schade. Also noch kann ich das ja alles umbauen. Aber die 10.000 Lava wären schade. Ja, also wie gesagt, es gibt schönere Modelle. Haben auch schon ein paar Leute gezeigt. Die werde ich aber jetzt erstmal nicht einsetzen können wollen, weil ich das System nicht jetzt wieder umbauen möchte. Was das Durchlaufen angeht. Ich denke, ich werde das jetzt so handhaben. Ich gehe jetzt noch auf 1.800 hoch. Hier bis 1.000 nur. Und dann machen wir irgendwelche Untergrunddinger nach hier unten und fangen hier unten nochmal an mit dem 1000er Grad dann. Und hier oben ist dann ja 1800er. Das schicken wir hier runter und darunter fängt das 1800er an. Sodass wir nicht einen Doppelzopf haben, sondern insgesamt drei Doppelzöpfe. Also hier sind noch Abkühlen und Erhitzen zusammen. Der linke Doppelzopf ist dann weiterhin Abkühlen in beiden Richtungen. Und der Doppelzopf hier ist dann beides erhöhen. Innen, ne? Nach oben. Dadurch dürften wir auch nicht ganz so viel Platz in die Länge nach oben brauchen. Und eventuell kann das Lager sogar so stehen bleiben. Also das ist der nächste Plan. Dann, dank der Produktivitätsmodule ist mir aufgefallen. Geht mal her. Wir haben jetzt 5 Stück davon. Wenn wir einen stinknormalen Schmelzofen nehmen... Da passen nur 2 Slots rein. Das wäre jetzt 80% produktiver. Das heißt, wir tun ein dreckiges... Ah, das geht gar nicht mehr, ne? Doch, dreckiges Erz kann ich reintun. Nimm mal ein dreckiges Erz. Bei einem dreckigen Erz kommen jetzt 1,8... Warum wird das nicht weiter angezeigt? Ah, okay. Das heißt, ich tue jetzt mal 3, 4, 5 Stück rein. Ich tue 5 Stück rein, es kommen 9 Stück raus. Fast doppelte Ausbeute. Und das ist der Electric Furnace MK1.
Ich habe langsam den Verdacht. Wir brauchen keine Flüssigkeiten mehr. Haken dabei ist nur, wir brauchen erstmal genug von diesen ganz super tollen Modulen. Die haben wir noch nicht. Aber wenn wir sie erstmal haben, dann sollte das um einiges effektiver sein als die Flüssigkeiten. Ich weiß nicht ganz, ob da irgendwo ein gedanklicher Haken ist. Also ja, wenn man die Chips gießen, können wir zum Beispiel nicht. Das wäre ein Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist irre praktisch. Aber sonst so rein von der Produktivität her, sollte das eigentlich besser sein. Na gut, was hatte ich noch alles für schöne Ideen? Akkus wollte ich bauen. Genau, wollte ich auch noch mehr bauen. Brauchen wir noch Batterien? Batterien sind ein Problem, ja. Wo war das Problem? Du hast kein Kupfer. Warum hast du kein Kupfer? Weil kein Kupfer hier runterkommt. Warum kam kein Kupfer darunter? Weil das Ärmchen da nicht funktioniert. Warum funktioniert das Ärmchen da nicht? Du bist ein Fast Close Inserter. Das ist genau dein Job. Wenn ein Kumpel da ist und ihm was klaut, dann arbeitet er. Vorher nicht. Sehr interessant. Aber gut, also wir kriegen gleich wieder Batterien, das ist schön. Dann gab es noch den Hinweis, dass ich eventuell keinen Schwefel mehr produzieren sollte. Also nicht mehr direkt hier. Weil ich habe ja als Nebenprodukt bei denen schon Schwefel. Das ist vollkommen richtig. Das heißt, du hör mal kurz auf zu arbeiten. Dann kriegst du deinen Schwefel von da. Und das Schwefel, was wir dafür brauchen, kommt hier raus. Wollen wir hier Produktivitätsmodule reinhauen? Weil Kohle ist ja eigentlich ein begrenztes Gut. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal gucken, was unser Kohleaußenposten macht. Wenn da immer noch nichts leer ist, dann will ich auch nicht wirklich produktiv sein in der Hinsicht. Solange ich nicht, ne, in 10, 20 Folgen eine neue Kohlemine suchen muss, ist alles gut. Ja, nö. Die Kiste da wird voll sein. Die Dinger sind immer noch nicht leer. Und hier sind noch ganz viele Sachen. Okay, also was die... ja. Also was Kohle betrifft, keine Produktivitätsmodule. Du hast Speedmodule. Das geht bei euch nicht, ja. Electric Energy Akkus. Stimmt, ja, die Akkus sollte ich auch bald bauen. Und ich sollte auch die Energieversorgung nochmal neu und größer bauen. Oder einfach breiter wahrscheinlich. Muss ich mal schauen, wie ich das aufbaue. Also ich kann mit Akkus momentan noch recht viel rumtricksen. Und im Normalfall haben wir auch genug Energie. Aber ich denke, langfristig wird das nichts. So, jetzt erstmal eine Reihe Akkus hier hin. Wo seid ihr? Da seid ihr. Die passen da richtig. Oh, sowas mag ich. Es geht richtig schön auf. Nein, nicht du. So, das machen wir jetzt alles. Was? Achso. Alles voll mit euch. Genau, einfach gedrückt halten, das klappt super. So, und die kommen wir dann nachher. Abbauen und upgraden oder gleich upgraden. Wobei, Maximum Output 1 MW. Die anderen hatten 2 MW, ne? Ja. Muss ich mal gucken. Erstmal werden wir eh eine Weile Batterien herstellen müssen, bis das alles wieder voll ist. Dann hätte ich gerne mehr blaue Chips für das Upgraden der Roboter. Was ist mit euch? Arbeitet ihr schon? Du stellst grüne Tränke her, ja. Du stellst noch keine blauen her. Piu, 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 piu. Du brauchst grüne Ärmchen. Oh, wir haben noch keine grünen Ärmchen hier. So viel zu tun, so viel zu tun. Wie war das? Da. 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 So. Also du machst bitte
Ärmchen. Grün. Dafür brauchst du blaue Ärmchen und grüne Chips. Ja, grüne Chips. Oh. Da muss ich auch mal gucken. Wenn wir bessere Fabriken haben, also MK4, glaube ich, und dann die 7er Produktivitätsdinger. Ah, die können wir gar nicht reintun bei den Chips, ne? Ärgerlich. Gucke ich auch gleich mal. Also wie gesagt, tierisch viele Sachen, wo wir gerade optimieren können. Es ist fast so, als wenn eine neue Welt aufgebrochen wäre. Obwohl sich eigentlich nichts verändert hat. Ich habe nur jetzt den Sprung gemacht mit den Modulen. Das ist das Einzige. Ich dachte nicht, dass ich es hätte machen können. Wegen dieser kurzen Schwelle, wo man Alien-Artefakte brauchte. Und ich dann leichtsinnigerweise dachte, wir brauchen jetzt ewig immer, immer mehr davon. Aber das war ja gar nicht so. Brauchen wir davon welche? Bauen wir davon welche? Wir werden durchgehend angegriffen, aber ist okay. Noch hält das alles. Blaue Kiste da. Blaue Kiste, blaue Kiste, blaue Kiste schon für später. Blauen Kisten waren immer rechts, rote Kisten waren links. Nimm, 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 da. Oh, danke für Stahl. So, du brauchst blaue Ärmchen, grüne Chips. Blaue Ärmchen, grüne Chips. Blaue Ärmchen, grüne Chips. Und ein Stück. Und ein Stück. Ärmchen, Ärmchen. Und ich persönlich hätte auch noch ganz gerne viele blaue Ärmchen. Du wirst auch noch nicht befüttert. Grüne Chips, Eisen und gelbe Ärmchen. Grüne Chips, Eisen und gelbe Ärmchen. 100 Stück. 100 Stück. 100 Stück. Du hast keine grünen Chips. Ja, wie viel Slot? Baue erstmal bitte eine schnelle Fabrik. Da will ich kurz testen, ob nicht doch vielleicht die 7er Produktivitätsdinger da reinpassen. Weil wenn ja, wäre das super. Dann würde ich eine MK7 Fabrik hinstellen mit MK7 Produktivitätsmodulen und die stellt den grünen Chips her. Und zwar im 100er Pack. Das Ding zu bauen dauert echt ewig, das vergesse ich immer wieder. Gut, was haben wir dann noch nicht eingestellt? Achso, bei den Rohren hatte ich noch nichts gemacht, weil ich keine Ressourcen verbrauchen wollte. Das war eine gute Idee. Grüne Ärmchen werden hergestellt, sobald grüne Chips da sind. Den kriegst du mal ein paar. Was fehlt dir? Die fehlen auch grüne Chips. Da. Passen nicht in 2er rein, da wird es auch in 3er nicht reinpassen. Schade, 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 schade. Was sagen die Roboter? 310 Roboter, die nichts zu tun haben. Das sollten wir ändern. So, also theoretisch könnten grüne Ärmchen hergestellt werden. Das heißt, ich sollte hier schon mal weitermachen. Du hättest gerne richtig viel Zeug. Okay. Grüne Ärmchen. Rote Chips. Stahl. Und was war das letzte? Batterien. Nee, da. Batterien war unter Muni. So. 100 davon. 100 davon. 100 davon. 100 davon. Und zu guter Letzt lila. Ist ein 7er, ne? Ja. Wir brauchen allerdings, glaube ich, gerade keine lilanen Packs. Deswegen sollte ich auch keine reintun. Ne? Boah, da kam gerade rote angeflogen. Habe ich so viele rote? Nö. Ich habe ganz, 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 ganz viel dreckiges Kupfer. Aber ich habe nicht viele Chips. 312 rote Chips habe ich. Grüne sehe ich gar nicht auf der Liste. Dafür habe ich 10.000 Schwefel. Juhu. Gott. Was mache ich jetzt hier? Ich guck mal kurz zu der Forschungsanlage, ob da irgendwas fehlt. Danach gucke ich zu den grünen Chips, ob ich da irgendwas drehen kann. Achso, meine Fabrik ist fertig. Habe ich bestimmt schon mal getestet, aber sicher ist sicher.
Du sollst bitte herstellen grüne Chips.